Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, bei Tomb Raider Quest of Gold in dem Level Wrath of the Dragon. Übersetzt: Zorn des Drachen. Wir haben in der letzten Folge eine Tür geöffnet. Die ist, glaube ich, hier unten. Ah, ich sehe schon zwei, die offen sind. Einmal die linke, einmal die rechte. Ach nee, wir kommen ja. Ah, jetzt verstehe ich das. Hier sind wir eben reingelaufen. Jetzt kommen wir hier in den blauen Gang, in den dritten. Ja, das ging alles schneller, als ich gedacht habe. Oh. Das sieht böse aus. So, da müssen wir halt jetzt irgendwie lebend durchkommen. Okay, das ging sogar. Und da ist wieder so ein Vieh. Was ist das? Also das habe ich ja noch nie gehört. So haben sich die Uzzis doch noch vorher noch nicht angehört. Ist das ein Bug oder soll das so sein? Krass. Interessant, sehr interessant. Gut, dass wir das mal ausprobiert haben. Ja, meine Frage ist jetzt... Ach nee, hier kommen die zwei Siegel rein. Eins wissen wir schon, wo es ist. Haben wir aber noch nicht. Das andere brauchen wir noch. Hier, da kommt man doch bestimmt irgendwie an den Schalter. Müssen wir gerade mal die... Ah, okay. Erst, wenn wir die zwei Siegel eingesetzt haben. Verstehe. Also gehen wir mal weiter. In diesen Raum hier. Jetzt müssen wir nur wissen, in welcher Reihenfolge müssen wir die Dinger hier anordnen. Um da oben den Schalter drücken zu können. Ah. Ah, verstehe. Das gibt Sinn. Wir müssen wahrscheinlich jetzt alle Steine hier verteilen. Oh, da ist wieder ein Knömchen. Das sind zwei Knömchen. Oh, wie süß. Und dann erscheint hier etwas. Wahrscheinlich irgendwie so ein Drachensiegel oder so. Okay, ja, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Eigentlich im genauen, im wahrsten Sinne, ein Blockschieberätsel der etwas anderen Art. Und das lieben wir doch total. Ja. Blockschieberätsel. Wir sind alle glücklich, dass wir das tun dürfen. Also, auf geht's. Wollen wir nicht rumjammern, sondern loslegen. So. Und vor allem können wir dann auch diesen Schalter da oben drücken. Da bin ich mal gespannt, was mit dem passiert. Vielleicht geht dann das Feuer bei dem einen Drachen aus. Das könnte ich mir vorstellen. Dass wir dann an das eine Siegel kommen und finden hier drüben auf dem Podest das zweite Siegel. Aber jetzt schieben wir erstmal den ersten Klotz darüber. Und dann testen wir mal aus, was bei dem Schalter ist. Ach, das ziehen wir lieber mal. Das will Lara nämlich irgendwie nicht. Dann ziehen wir das. Bevor Lara hier rumbockt, wie nett gescheit. Rumbockt wie meine kleine Cousine. Die im schwierigen Alter ist. So. Und dann schieben wir das auf grün. Ich hoffe auch, dass das stimmt. Ansonsten können wir das am Ende ja immer noch so sortieren, wie wir es brauchen. Aber ich glaube, das ist grün und das kommt hier hin. Aber in dem Licht sieht das jetzt irgendwie blau aus. Aber ich bin mir sicher, dass das grün war. Es gibt ja auch keine andere mehr. Also hier kommt eher blau hin und hier eher rot. Und da grün. Das passt schon. Nee, lila. Aber das geht ja ins Richtung rötliche. Jetzt probieren wir erstmal den Schalter aus. Ups. Ja, ob wir das jetzt zeitlich noch schaffen, ist natürlich die Frage. Natürlich schaffen wir das. Und drücken den Schalter. Ach nee, ah, das macht natürlich auch Sinn. Dann können wir nämlich den Block hier benutzen, um hier hochzukommen. Und den Schalter da oben drücken. Vielleicht macht der dann das Feuer bei dem Drachen aus. Das kann natürlich sein. Probieren wir es aus, dann wissen wir es. Dann hätten wir nämlich zwei Siegel, wenn das dann auch klappt mit dem Podest. Und wenn wir die eingesetzt haben, bin ich mal gespannt, was dann passiert. Aber wir haben noch kein Siegel, also brauchen wir soweit schon mal gar nicht denken.
Seht ihr, die Theorie hat sich schon mal nicht bestätigt, aber wir haben oben zumindest schon mal eine Tür geöffnet. Achso, wir sollten vielleicht zurückhangeln. Auf dem Dach haben wir das eine Tor geöffnet. Aber bevor wir da hingehen, vollenden wir erstmal das Rätsel mit den Blöcken. Weil wir dann etwas erhalten und das brauchen wir später. Deswegen machen wir das erstmal. So, den können wir erstmal schon mal da drauf schieben wieder. Haben wir blau. Können wir uns schon mal merken, weil drin sieht man das ja nicht mehr so gut. War auf jeden Fall bei grün der Fall. Sah dann ziemlich blau aus. Und schieben das dann mal auf blau. So, einmal auslösen. Und zack und rüber. Und jetzt geht das wieder runter. Genau in dem Moment, wo wir es nicht mehr brauchen. Ein Traum. Achso, wir müssen schieben. Sonst macht Lara das nicht. Sie hat nämlich dann sonst zu wenig Platz zum Rangieren. Aber wenn ich jetzt Indiana Jones höre oder sage, dann stellen sich bei mir alle Nackenhaare hoch. Das hängt mir immer noch nach, dieses Lara at the Movies Level, ehrlich. Das hat mich so aggressiv gemacht. Gut, dass wir das geschafft haben. Und danach kam ja wirklich ein besseres Level. So, jetzt schieben wir das erstmal auf blau, wo es hingehört. Ich hoffe, dass das dann auch das richtige Feld wird. Aber ich glaube, wir müssen hinten rechts hin. Weil hier vorne links, das ist sehr rötlich und hinten ist eher blau. Deswegen tun wir das mal hier hinten hinschieben. So. Wunderbar. Und hier rüber. Zack. Und jetzt kommt noch der letzte. Geht doch ganz schnell. Ach nee, so weit sind wir noch nicht. Wir müssen erstmal den letzten noch schieben. Aber das war der längste, das war der weiteste. Der ist jetzt nicht mehr ganz so weit. Obwohl, der ist halt weiter bis zum Aufzug. Ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Wir haben trotzdem noch viel zu tun, aber das schaffen wir auf jeden Fall. Wir sind ja keine Versager. Wir haben bis jetzt alles hingekriegt. So. Und das ist ja wirklich hier eine absolute Geduldssache. Das ist ja nicht schwierig oder so. Das ist halt so ein Puzzle, wo man mal ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Und genau. Ich finde, das gehört auch dazu. Es kann nicht immer nur Action sein. Es muss auch mal ein bisschen ruhiger sein, mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Ein bisschen was rätseln und so. Obwohl, wenn das jetzt klappt, das Rätsel eigentlich ziemlich einfach war. Auf die Schulter klopf. So, und haben wir es geschafft. Geht das wieder runter, wie abgemessen. Und dann ist das jetzt der letzte Block. Und dann habe ich auch wirklich keinen Bock mehr darauf. Nach dem Block habe ich echt keinen Bock, das hier nochmal zu machen. Also bitte hängt euch nicht auf, liebe Speicherstände. Nicht, dass ich das hier nochmal machen muss. Ich musste schon die Schieberei in diesem Level The Hidden Palace nochmal machen. Wo wir diese Blöcke da in die Mitte sortieren mussten. Ich armer schwarzer Kater. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir an unser Drachensiegel kommen. Oder Siegel des Drachen oder Dragon Seal heißt das wahrscheinlich dann auf Englisch. Und wir hören es schon. Da ist es. Erstes Drachensiegel. So, dann holen wir uns das zweite. Ich glaube, das ist nicht weit weg. Weil wir wissen ja schon mal, wo es ist. Wir müssen nur das Feuer auskriegen. Und das geht bestimmt über diese eine Tür, die wir geöffnet haben. So, hier einmal rum. Nochmal hier durch. Aufs Dach. Genau hier hoch. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ach, das ist ja voll die lange Treppe. Die hatte ich gar nicht so lange in Erinnerung. Ach nee, jetzt kommt das wieder mit diesem. Mit dieser verbackten Stange hier. Die Lara nicht so gerne greift.
Aber ich glaube, man muss so weit rutschen wie möglich und ganz am Ende erst abspringen, dann klappt das. So. Und, oh, die Uzi-Munition, haben wir die liegen gelassen? Nehmen wir sie jetzt mit. Vielleicht lagen da auch zwei oder so. Wir haben nur eine aufgehoben. Gut, dass wir nochmal herkamen. Es hat sich ja gelohnt. Vor allem für diese geile Uzi, die ganz komische Geräusche macht. So, hier können wir ja hangeln, das kennen wir ja. Haben wir das letzte Mal auch so gemacht. Ging ohne Probleme. Und dann kommen wir hier oben drauf. Auf den Raum, wo ich letzte Folge gesagt habe, da kommen wir sicher später auch mal drauf. Und schwupp, sind wir auch schon da. Und tot. Weil es wäre ja sonst zu einfach gewesen. Ups. Das wäre jetzt witzig, wenn wir jetzt seitwärts auf dem schmalen Steg da gelandet wären. Aber das ist uns nicht gegönnt. Am besten, wir machen das Ganze hier mal mit Anlauf. Sonst bringt das alles nichts. Ja, es geht in die richtige Richtung, aber man kann noch dran feilen an dem Sprung. Und dann klappt er nämlich auch schon fast. Und wenn man noch mehr dran feilt und noch ein bisschen Glück dabei hat, dann klappt er genauso gut fast. Und wenn man es dann beim dritten Mal versucht oder viertes oder fünftes, klappt es endlich mal. Okay, und mit dem Schalter habe ich jetzt echt im Gefühl, dass wir das Feuer bei dem Drachen ausmachen, weil ich sonst nicht wüsste. Dem Schalter habe ich jetzt. Ja, ist mein Google-Assistent wieder angegangen, weil ich okay gesagt habe. Mann, Mann, Mann. Aber wir haben das Feuer ausgemacht. Also da war ich ja schon mal auf der richtigen Pferde. Und da können wir jetzt unser zweites Dragon Seal holen. Ich glaube, das ist eher nicht der richtige Weg. Ach Quatsch, wir sind jetzt voll falsch abgebogen. Wir müssen nämlich wieder nach, wo ist das? Ach so, hier komplett raus. So war das. Und dann, links. Hier. Und da holen wir uns jetzt das zweite Dragon Seal ab. So, ups. Das habe ich schon wieder vergessen, dass das eine Rampe ist. Probieren wir es nochmal. Macht ja nichts. Und nehmen das zweite Dragon Seal mit. Wunderbar. Und ich finde diese Kombination aus dem Blau und Rot bei diesem Drachen ziemlich schön. Sieht sehr schön aus. Und gefährlich. Aber der Drache tut uns nichts mehr. Der ist jetzt stillgelegt. So, machen wir es hier am besten wieder aus dem Stand. Das hat ja das letzte Mal ganz gut geklappt, so. Oder auch nicht. Es muss immer erstmal einmal daneben gehen. Aber jetzt. So und da rein. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir unsere zwei Dragon Seals, jetzt brennt das Ding auf einmal wieder, einsetzen. Weil eben hat dieses tote Vieh noch nicht mehr gebrannt und jetzt brennt es wieder. Interessant. Und das brennt auch. Gut, setzen wir unsere Dragon Seals ein. Bum, bum, bum. Vielleicht passiert dann was mit der Statue in der Mitte. Und das zweite. Ach so. Jetzt ist ein Durchgang da. Zu einem Schalter. Sehr gut. Dann drücken wir den mal. Und öffnen diese Luke. Genau, die hat noch gefehlt. Ich habe nämlich überlegt, was könnte sich jetzt tun? Das war jetzt zu übereifrig. Und genau, die Luke war es, die noch nicht offen war. Offenbar. So. Und da gehen wir jetzt hin. Und dann kommen wir in einen nächsten Teil, wahrscheinlich dieses Levels. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Aber wir gehen noch zu der Leiter hin, zu dem Trapdoor. Das machen wir jetzt noch. Alle guten Dinge sind drei. Dreimal hier zurückkehren. Da sind wir jetzt nicht weit genug gesprungen. Oh! Ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir hier gespeichert haben.
So, perfekt. Und einmal hier über die brennende Leiche drüber. Wunderbar. Und hier auf die. Das war jetzt zu weit. Man muss es hier halt genau richtig abpassen. So. Das war immer noch zu weit. Also instinktiv hat das vorhin besser geklappt, ohne so groß darüber nachzudenken. Aber jetzt hat's geklappt. So, und jetzt geht's auch wieder um Zeit. Ui, wir waren gerade auf der Lava und sind nicht verbrannt. Aber wir sind nicht mehr durchs Gitter gekommen, weil wir kurzzeitig festhingen. So, und... Oh, Mist, jetzt hingen wir schon wieder fest. Aber alle guten Dinge sind drei, das wissen wir ja. Und dann klappt's auch. Aber haarscharf. So, und jetzt klettern wir hier hoch und sehen uns dann da oben in der nächsten Folge wieder. Warten wir es noch ab, bis Lara ihren Arsch da hoch bewegt hat. Ist ja nicht mehr weit. So. Genau, und dann sehen wir uns hier, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.